Naja, als ich gestern mit meiner Freundin gespielt habe, ne, die hat auch irgendwie am Anfang beim Einloggen 4 oder 5 Mal konnte sie nicht rein. Ich so, das ist glaube ich seit dem Update normal. Hey, irgendeine Taschenlampe hätte ich schon gerne. Ja, warum bloß zwei da? Ach so. Wow. Egal, passt schon. Ich wäre gern wieder gegen die Wand gelaufen. Bong, bong. Wo bin ich? Holt mich jemand ab? Wo bin ich? Das war schon gut, muss ich sagen. Oh, er hier vorne? Ja, er hat den kleinen Ball rumgefeuert. Wir haben die Affenhand. Affenhorn. Alter! Limo! Was ist damit? Ich hab keine Taschenlampe! Ich bin blind! Ich hab wirklich eine Taschenlampe. Also ich hab extra für euch Sonnenschein gemacht, damit ihr was seht, das ist oben. Oh! Kannst du das bitte mal das nächste Mal vorwarnen, bevor du das benutzt? Strom ist an. Das soll auch keinen Spaß machen, Limo. Stimmt, das ist ja voller Ernst, das Game. Hat er ein Event gemacht? Nö, ne? Nee, er hat eine Tür irgendwo angegrapscht. Dann haben wir eben F5 im Van. Vom Ausschlag. Cool. Irgendwo hat er eine Tür angegrapscht, aber ich weiß nicht wo. Spind in der Garage frei. Noch keine Obst zu sehen. Ding haben wir noch nicht gesucht, ne, den Knochen. Ich bin dabei, aber man sieht ja ohne Licht nichts. Ich weiß. Deswegen habe ich mir eine Videocam genommen. Ja, habe ich auch, aber. Gut, ich habe noch die. Ich habe noch die UV-Lampe, das geht hoch. Tamara, sterb doch nie! Ich glaube, der hat gerade eine Tür hier im Keller irgendwo angefasst. Glaube ich zumindest. Er hat auch einfach dich angefasst. Oh. Kann auch sein. Da hättest du dem aber quietschen gehört. So. Quietschen. Hier ist ungefähr. Oh ja, hier im Gang EMF2. Oh, wirklich schon kackt schon wieder. Ja, sorry, hab Durchfall. Cool. Explosiven Durchfall. Explosiv? Cool. Aua. Ganz Wände voll. Sie ist hier am Klavier. Die hat gerade gespielt. Oh, süß. Eine kleine Pier. Ich hab einen Knochen. Sehr schön. Welchen, du hast einen Knochen. Boah, ist das hell. Alter. Aus, bitte, danke. Du fällst mir auch wegen, weil da durch die Cam kommt. Jetzt. Aber die soll hier sein. Ja, toll, ich stehe verkehrt. Ich brauche mal kurz Licht. Licht da. Ich stand verkehrt. Fuck. So. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was da willst du? Das will ich verarschen. Wie kann ich das drehen eigentlich? Blöde. Gar nicht. Wie alt bist du? Doch. Was willst ich du? Musst du richtig drehen. Bist du hier? Willst du ein Bier? Hast du Sodbrennen? Was machst du? Warum bist du tot? Hallo. Unfreundlich, oder? Jetzt will ich mit dir reden. Ich hoffe, es passt so. Ich hab vielleicht keinen Schimmer. Besser kriege ich die da gerade nicht hin, dass die richtig da alles ableuchtet. Nee, sie ist irgendwie. Gerd. Achso, ich hab Buch dabei. Nee, das ist auch nicht besser. Anders kannst du es, glaube ich, gar nicht drehen. Das ist es ja. So eine Kacke.
Ja, so vielleicht. Ja, alles gut. Supi, dankeschön. Naja, nicht wirklich. Ja doch, aber die deckt es irgendwie ab. So weit. Es muss doch irgendwie an der Decke. Aber ich sehe auch nicht mein Öppchen. Oder von hier. Ja, so passt auch. Ja, so geht's auch. Irgendwo wird sich schon da durchwackeln. Ich weiß nicht, ob hier besser wäre. Oder hatten wir jetzt überhaupt schon irgendwas? Nee, gell? Nee, oder doch? EMF 5. Ja. Stimmt, EMF 5, habe ich schon gesagt. Ja, stimmt. Ja. Was will ich hier raus? Ich bin auch gleich wieder da. Mir ist gerade die letzten Pringles-Krümmel aus der Dose. Na, ich schieße das Foto vom Geist, alles klar. Bist du jung? Der hat hier im Keller was geschmissen. Bist du alt? Nicht, dass bist du jung? Bist du alt? Wo bist du? Was willst du? Wer bist du? Bist du jung? Bist du alt? Wo bist du? Was willst du? Du kleine Miese. Oh, Hand. Ich sehe nix. Ich bin tot. Ohne scheiß Lampe sehe ich ja auch nix, Mensch. Wieso hat er mich jetzt gesteckt? Weil Limo zu fettig ist. Ich bin einfach nur rumgestanden. Oh. Eigentlich. Ja, er stand nur rum und ich bin gelaufen. Mir rennt dann nach und steckt mich. Egal. Bist du jung? Bist du alt? Wo bist du? Wer bist du? Was bist du? Wo bist du? Hallo, 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 hallo. Ah, definitiv ist sie hier oben. Oh, Tote können ja nicht reden. Hand, lauf, versteck dich. Der kommt aus der Garage raus. Ist noch jemand tot? Noch nicht. Kann doch kommen. Wer ist jetzt in der Küche? Geht das hinter das kleine... Limo, friss mal Pillen, bitte. Und David, du, wenn du rauskommst, auch. Beide ich zwei Stück. Ich glaube, ich hätte auch Pillen fressen sollen, weil ich war ganz weit unten als ihr. Also ihr müsst beide zwei fressen. Ich habe noch 40%. Punch ist vorbei. Also der zumindest ist in der Garage gestartet. Eben F. Oh, eben F4. Wir haben ja 5, stimmt, wir haben ja schon. Dann bin ich auch verwirrt. Du Bubsnase. Ja, manchmal. Schreib schon wieder ins Buch. Geil. Mein Gott, wie viele Büchergeister haben wir denn eigentlich? So viele. Kein Schild kann es aber auch nicht sein, wegen... Wo bist du? Können wir den Boxclub noch haben? Ja. Oh. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Warum bist du tot? Bist du hier? Möchtest du ein Bier? Willst du Limo töten? Der geht mir nämlich auch hart auf den Sack. Also Boxula nicht.
Ja. Müsst ihr immer in der Garage machen, weil da ist er ja anscheinend. Naja, und das Buch, halt, das Buch hat er vorne geschrieben, im vorderen Raum. Stimmt. Die Temperatur ist vorne auch noch 3 Grad, also er ist wahrscheinlich in beiden Räumen so irgendwie. Also wir brauchen wieder Ultraviolett oder Gefrier. Oder Box halt. Nee, ich denke mal, Dings Finger sind's nicht. Dann haben wir Freezings. Oder Box. Ja, mit mir wollte er auch nicht boxen. Ja, mit mir auch nicht. Achtung. Keller habe 11 Grad. Ja, der ist vorne in dem Raum. Trotzdem, weil das sind 2-3 Grad gewesen. 0,4. 0,9. Geht aber auch nicht ins Minus rein, also wir haben 1 Grad noch. Ich habe halt aber bis jetzt noch keine Finger gesehen. Dann glaube ich eventuell Box und der kackt einfach nur ab. Will nicht. Das ist möglich, ja. 0,1, oh wow. Vielleicht wird's doch noch, hat doch bei Willow, glaube ich, auch etwas sehr gebraucht. Er schreibt noch mal ins Buch. Was die immer so Buchgeil sind. Ist so. Früher hat man ganz selten Buchgeister, ne? Oh, er hat die Tür angegrapscht. Aber nö, keine Finger. Also fallen die weg. Okay, also Finger raus. Also dein höchster Spirit oder Shade? Ich würde eher sagen Shade, weil er ja gar nicht mehr handelt irgendwie. Aber Shade kannst du nicht gewesen sein, weil wir waren zusammen ja in einem Raum. Also Shade glaube ich, dann glaube ich Spirit. Ja gut, aber trotzdem handeln die ja irgendwann, wenn die Sanity weit genug unten ist, handeln die ja trotzdem. Aber er hat ja am Anfang viel geworfen, obwohl wir minus, ja so gut drin gerade. Waren. Minus 0,3. Okay, dann haben wir Spirit, sage ich ja. Wir haben Shade. Shade, obala. Aber hä, wie kann der denn am Anfang dann so viel rumgetan haben, als wir zu zweit neben ihm standen? Die machen doch sonst nichts. Naja, vielleicht war er vielleicht in einem falschen Raum so gesehen. Also er ist im Keller gewesen, Garage meine ich. Und hat, und wir waren halt im Vorderraum und da hat er halt gehandelt. Nee, ich meine, am Anfang, als wir rein sind ins Haus, hat er ja direkt einen Ball geworfen und im Teller geworfen. Ach so. Das wird er ja gar nicht machen eigentlich, wenn so viele da sind. Und es waren ja David und ich drin. Und ich glaube, Jenny auch. Mhm. Wer weiß. Vielleicht ein komischer Cheat. Kennen wir doch auch nur langsam, dass die Geister manchmal nicht das machen, was sie sollen. Stimmt. Oh, er hat das Kruzifix angeknappert. Ja. Wo ist Limo? Der feiert schon mit der Party. Jupp. Wieso haben wir jetzt alle mehr Sanity? Yay, danke. Bitte. Ich hab kein Licht. Kann mich mal einer hier rausholen aus der Garage? Ja, okay. Ich komme. Ich hab doch mal eine Tür zugemacht, falls er handeln sollte. Bist du da? Komme. Wir beide kommen. Ja, oh, das Licht. Dankeschön fürs Wiederbeleben. Oh, wo geht's lang? Aua. Hallo. Hat aber woanders ein Radio angemacht. Ja, das ist oben. Oben. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich lebe! Danke, der Partyfeuermann. Let's go. Alles durch mich, bist du wiederbelebt worden. Jo. Dankeschön. Hey. Welcome back. I've got some jobs ready for you.